Gebäudesystemtechnik allein funktioniert ja nicht, wenn man uns nicht hier damit beschäftigt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Serie Hausbau am Starnberger See. So, ich möchte heute einen kurzen Beitrag machen, euch gar nicht langweilen. Es geht heute um das Fertigstellen oder überhaupt die Bodenplatte. Da geht es um das Thema Dämmung, Sauberkeitsschicht, alles was auf die Kiesschicht draufkommt. Dann geht es um das Thema Stahl. Könnt ihr echt gespannt sein. Und wir haben jetzt so ein bisschen gesplittet das Ganze. Ihr seht mich dann auch mal nochmal live vor Ort. Das Ganze fängt natürlich mit der Sauberkeitsschicht an. Ihr könnt es jetzt so sehen. Die Sauberkeitsschicht ist jetzt fertig betoniert. So sieht das Ganze aus. Beim letzten Mal haben wir ja noch die Schmutzwasserhebeanlage eingebracht. So, und jetzt seht ihr mal ein bisschen, was jetzt hier schon bereitgestellt wurde, was jetzt neben der Baustelle liegt. Wir haben eine ganz spezielle Baustellenlogistik auch gehabt oder haben, weil es einerseits ziemlich knapp und eng zugeht am Hang. Und andererseits haben wir so Spezialgeschichten gehabt. Möchte ich nicht näher drauf eingehen. Hier seht ihr nochmal diese Betonierbörne. Und dann geht es auch schon los mit der 16 cm Dämmung. Ich mache das Ganze mal im Zeitraffer. Ansonsten langweilt euch das Ganze. Und ihr seht auch, der Hang ist abgesichert. Es ist ein Hanglager, Hanggrundstück. Die 16 cm Dämmung, die kommt jetzt auf die Sauberkeitsschicht drauf und danach kommt schon der ganze Stahl. Also Stahl haben wir extrem viel. Schaut euch das mal an. Also diese Rundstahl, das ist alles nur für die Bodenplatte. Da hinten seht ihr auch mal so einen Kran. Dieser Kran, ganz speziell, der hat sehr viel Geld gekostet in der Zeit und also wie gesagt, wir hatten spezielle Umstände und das sind auch schon diese Eisen, die dann am Übergang, die kommen natürlich mit in die Bodenplatte rein, das werdet ihr dann gleich sehen, für die Wände, für den Wandaufbau, man muss ja da einen Anschluss schaffen und es sind unterschiedliche Durchmesser bei den Eisen und hier seht ihr auch schon mal, wie das Ganze dann auch ausgeführt wird von dem Rohbauunternehmen. Ich glaube, ich weiß noch nicht, wann wir es machen. Wir stellen euch mal das Rohbauunternehmen vor. So, obwohl es jetzt nicht unser Thema ist, gerade beim Thema KNX Smart Home mit DALI, mit DMX, Konzeption, Planung, das hat gar nichts damit zu tun, aber ich habe gedacht, ich nehme euch jetzt mal mit, damit ihr mal seht, wie so eine Bodenplatte aufgebaut ist. Natürlich bauen wir hier am Hang. Ich glaube, ich habe es jetzt schon sehr oft gesagt. Viel höherer Aufwand. Wir müssen den Hang abstützen. Wir müssen eine Hangabsicherung treiben. Wir müssen schauen, dass wir das Wasser hier wegkriegen. Für euch nochmal hier ganz, ganz wichtig jetzt. Wie ist so eine Bodenplatte aufgebaut? Also wir haben hier an der Seite, hier ist die Bewehrung. Das ist die Außenbewehrung. Wir haben jetzt hier dann die, wo das unter Spannung steht. Wie gesagt, ist nicht mein Gewerk, ist nicht mein Thema. Aber wie ist die Bodenplatte aufgebaut? Also hier unter, das ist hier eine Plane und darunter befindet sich die Dämmung. Wir haben jetzt hier an der Bodenplatte eine 16 cm dicke Dämmung. Ich glaube, ich habe euch die draußen jetzt schon mal gezeigt, wie die aussehen. Momentan schwer zu bekommen, bis zu 12 Wochen Wartezeit, wie auch immer. Wir haben sie hier und darunter befindet sich die Sauberkeitsschicht, die habe ich euch auch schon gezeigt. Die Sauberkeitsschicht ist 6 cm dick und das ist so das Erste, was man überhaupt macht, wenn man jetzt den Rohbau beginnt. Oberhalb der Sauberkeitsschicht, da befindet sich eine Kunststofffolie. Oberhalb der Kunststofffolie ist dann die Dämmung drauf. Und oberhalb der Dämmung ist hier nochmal so eine Folie, das könnt ihr hier sehen. Und dann kommen die Eisen. Der Abstand dieser Eisen ist natürlich vom Tragwerksplaner Statiker berechnet worden. Bloß mal im Schnelldurchlauf, dass ihr mal ein bisschen seht, was hier auch im Hintergrund mechanisch läuft. Weil
Gebäudesystemtechnik allein funktioniert ja nicht, wenn wir uns nicht hier damit beschäftigen, wie zum Beispiel auch die Schmutzwasserhebeanlage, die sich da hinten befindet. Die Schmutzwasserhebeanlage, die jetzt voll schon in das Erdreich eingebaut wurde. Ne? Ich werde euch dann nochmal zeigen, den Aufbau dazu bei, wenn jetzt dann hier als nächstes, im nächsten Schritt, die Bodenplatte betoniert wird. Ne? Also hier oben, könnt ihr euch mal anschauen, hier wird dann die Bodenplatte an der Stelle abschließen. Und wir haben eigentlich schon einen sehr dicken Aufbau. Ne? 60 cm hier insgesamt sind es laut Plan und so wird es auch umgesetzt. Was ich ziemlich toll finde, muss ich sagen, also die Qualität hier dieser Bodenplatte. Ne? Also wenn ihr seht, die korrekten Abstände, ich habe gar keine Ahnung, wie das heißt hier. Wie gesagt, nicht mein Gewerk, dass ich einen Abstand halte zwischen der Folie und zwischen den Eisen. Ne? Wichtig auch, dass die Eisen an der entsprechenden Stelle dann ausgeschnitten werden. Ne? Also dann, wo von unten dann hier der Zulauf kommt für die Schmutzwasserhebeanlage, der Ablauf. Und natürlich ein Elektrokabel. Ich habe es euch, glaube ich, im vergangenen Beitrag schon gesagt habe. Also ganz wichtig, nur mal im Schnelldurchlauf für diejenigen, die das interessiert. So, jetzt kommen wir zur Betonierung der Bodenplatte. So, also 61 cm Bodenplattenaufbau haben wir und ja, so sieht das dann aus. So war es dann am späten Nachmittag. Da muss man es dann ein bisschen feucht halten. Ne? Diesen Sommer war das ja kein Thema, hat ja ständig geregnet. An diesem Tag glaube ich jetzt weniger. So, und jetzt schon mal ein bisschen Ausblick. Jetzt beginnt die Schalung der Kellerwände. Ein Ausblick auf den folgenden Beitrag. Da ist immer so schön alles da. Den Hang abgesichert, alles eingezäunt. Ist auch immer so ein großes Thema, nur dass die Baustelle gesichert ist. Im nächsten Beitrag gibt es dann mehr. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.